Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und wir kommen zu einem Film. Ich glaube, die Leute, die mich länger kennen, die wissen, dass Fast and the Furious und ich, wir sind noch nie die größten Freunde gewesen. Beziehungsweise seit dem ersten Teil nicht mehr. Den fand ich damals nämlich ziemlich cool. Auch Too Fast, Too Furious war noch gut und Tokyo Drift war noch ganz gut. Und dann wurde aus einer Reihe, die mal richtig gute Auto-Action hatte, plötzlich ein Roadrunner-Cartoon. Und das wird jetzt auf die Spitze getrieben mit dem neunten Teil, der F9 oder Fast and Furious 9, die Fast Saga oder wie auch immer das Ding heißt, man weiß es nicht. Willkommen zum Trailer und zur Kritik. Egal wie schnell man ist. Die Vergangenheit ist schneller. Meine hat mich gerade eingeholt. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich glaube, es gibt nichts, was ich sagen könnte, was ihr nicht eh schon über Fast and the Furious wisst. Die Action ist unlogisch, ja. Die Schauspieler sind nicht die allerbesten. Die Stories sind doof. Die Witze, die gemacht werden, die hat man alle schon tausendmal gesehen. Ja, entweder jeder Satz endet mit Bitches oder es wird irgendein Hip-Hop-Song eingespielt, der dann dafür sorgen soll, dass sich das Ganze irgendwie jugendlich anfühlt. Das ist The Fast and the Furious und das hat seine Fanbase. Ich persönlich fand das bisher relativ okay. Den achten Teil, muss ich gestehen, habe ich schon gar nicht mehr geschaut, weil da, was ich da in den Trailern gesehen habe, das fand ich alles furchtbar. Hobbs & Shaw fand ich furchtbar. Und jetzt der neunte Teil, der setzt da nochmal sogar einen oben drauf, denn ich war wirklich überrascht, wie sehr das Ganze nochmal im Gefälle nach unten geht jetzt im Vergleich zu den letzten Teilen. Aber mit Fast and Furious 7 ist das Ganze ja auf einer sehr emotionalen Note geendet. Und damals hat Universal scheinbar die falschen Signale bekommen, denn der siebte Teil ist so erfolgreich geworden, dass die sich mittlerweile gedacht haben, wir können einfach alles machen mit dieser Reihe. Vin Diesel kommt einfach rein, ja, stellt sich so hin, die Kamera zoomt so langsam auf ihn zu und er sagt so, Familie ist wichtig. Und dann macht er sich ein Corona auf. Hinten sagt er noch einer Bitches. Von da kommt dann, wie gesagt, der Hip-Hop-Song und alle sind fröhlich. Es gibt Momente, die uns trennen. Aber am Ende kommen wir immer wieder zusammen. Wir haben gehört, ihr braucht hier ein bisschen Liebe. Nun ist es so, ja, Mr. Nobody, super Name, wie ich finde, der wird gekidnappt. Und zwar in einer Sequenz, die hat mich total an Command & Conquer erinnert. Hat das damals jemand gespielt? So sah das damals aus. Ich brauche dringend Verstärkung. Nordtruppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Jedenfalls wird er entführt, ja. Und zwar stellt sich heraus, Dominic Toretto hatte nämlich einen Bruder. Ha, hat niemand gewusst, hat er niemandem erzählt, 8 Filme lang. Ich freue mich schon auf den 10. Teil, ja, wo dann die Schwester vom Bruder vom Klassenkamerad von Dominic Torettos Sitznachbar, der ist dann der Bösewicht. Aber bevor ich jetzt zu sehr selber ein bisschen zu sehr über die Stränge schlage, ich will das Ganze natürlich ernst halten. Und als Filmfan war ich tatsächlich auf gleich mehreren Ebenen nochmal zusätzlich enttäuscht. Erstmal ist die Story wirklich unglaublich faul. Ja, es gibt ganz, ganz viele Situationen, die einfach vom Drehbuch so hingebogen werden. Es gibt zum Beispiel später eine Szene, das ist jetzt kein Spoiler, zwei Charaktere gehen zusammen essen, ja, unterhalten sich so ein bisschen, sind aber eigentlich in der Stadt auf der Suche nach etwas. Und dann sitzt die eine da und sagt dann so, hey, wie ist denn dein Leben so? Und dann sagt die andere so, ja, mein Leben ist so und so, wie ist denn deins? Und dann sagt die andere, da drüben, auf der anderen Straßenseite. Und so funktioniert das Drehbuchschreiben mittlerweile bei Fast and the Furious. Ja, der Drehbuchautor muss irgendeine Situation lösen, die Figuren sind zufällig da und dann passiert zufällig etwas, damit das Ganze, die Handlung irgendwie ins Laufen kommt und im Laufen bleibt. Und ständig kommen irgendwelche Figuren rein, ja, alle möglichen Figuren aus den vorherigen Teilen, die zum Teil überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich sag einfach mal Helen Mirren an der Stelle. Die sind dann auf einmal da, niemand weiß warum, und dann sind sie aber auch wieder weg. Und das Ganze wird zusammengehalten durch einen Bruderkonflikt. Das habe ich schon gesagt. Ja, der Bruder von Dominic Toretto kehrt zurück und wird gespielt von John Cena. Zu den beiden muss ich erstmal was sagen, weil ich finde, dass Vin Diesel so schlecht spielt wie noch nie. Ich habe das Gefühl, alle Darsteller, die schon länger in dem Franchise sind, sind einfach ausgelaugt, sind müde, sind satt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade bei diesem Multimillionen-Dollar-Franchise. Und die Fans, die sollen ja angeblich auch Familie sein, finde ich, könnte man sich ein bisschen mehr anstrengen, als einfach nur noch Besen herzumachen und einfach ein paar Gesichtszüge zu verziehen. John Cena sieht die ganze Zeit aus, immer noch wie in so einer Wrestling-Promo von früher, wo er so sprechen muss, damit The Rock ganz doll Angst vor ihm bekommt.
Ist lange her, Dom. Und wenn diese beiden dann aufeinandertreffen und irgendwas spielen sollen, was emotionale Tiefe hat, da bepullerst du dich vor Lachen. Das funktioniert einfach gar nicht. Aber eigentlich, und das ist das Skurrile daran, gäbe es diese Tiefe. Es wird nämlich in diesem Film immer wieder in Rückblenden erzählt, was früher zwischen diesen beiden Brüdern passiert ist. Und das ist richtig gut, weil die beiden Schauspieler, die das mimen, die sind richtig klasse. Und da siehst du, was dann in so einem Bruderkonflikt auch drinstecken kann. Jetzt wird es natürlich wie immer die geben, die sagen, ich gehe da jetzt auch nicht wegen der Geschichte rein. Ich will, dass es knallt. Und ja, es knallt. Es knallt mehr als genug. Und ich muss aber da auch wieder sagen, es gibt ja mehrere Vergleiche, wie sowas auch funktionieren kann und trotzdem einen vernünftigen roten narrativen Faden hat. Ja, Mad Max ist ein gutes Beispiel. Da wird gar nicht viel erzählt. Das ist keine Geschichte, die einen Oscar gewinnen würde. Aber trotzdem ist es ein Film, der zusammengehalten wird von einer gewissen Atmosphäre, von den Darstellern, den Darstellerleistungen und diesem roten Faden, der diesen Film nach vorne treibt. Das hier ist ein völlig konvoluter Haufen aus zig Dingen. Dann ist ja plötzlich auch noch Hahn zurück. In dem Moment, wo Hahn erklären möchte, warum er zurück ist, kommt dann aber schon jemand rein, sagt so, ihr seid alle festgenommen. Wenn du dich fragst, warum sind die da, passiert schon wieder die nächste Sache. Und dann und dann und dann. Es sind ständig Dinge, die immer aufeinander folgen, damit man sich überhaupt nicht fragen kann, was denn da jetzt eigentlich gerade passiert ist in dem Moment. Und so ist es eigentlich auch bei der Action. Ja? Ihr habt es im Trailer vielleicht schon gesehen, diese Magnetismusnummer. Es gibt jetzt Supermagneten. Und mit diesen Magneten, wenn man die aufdreht, wird alles angesaugt. Außer magnetische Dinge. Denn nur die Autos der Bösewichte werden angesaugt und vielleicht hier und da ein paar andere Sachen. Aber nur dann, wenn es gerade passt. Ja, es gibt eine Szene im Trailer, da wird zum Beispiel ein Auto durch ein Haus gezogen. Und nichts aus diesem Haus sonst wird an diesem super magnetischen Magneten festgehalten. Das ist ein bisschen komisch. Apropos Action, dazu muss ich noch was sagen. Die ist natürlich wieder absolut over the top. Da haben sich die Leute mittlerweile dran gewöhnt. Ich kann das nicht. Ja, ich möchte trotzdem gerne handgemachte Action. Das ist mir viel zu viel CGI. Alles sieht wieder aus, als wäre es von einem Milchglas gefilmt. Und ich finde vor allen Dingen immer dann, wenn die nicht in ihren Karosserien sitzen, dann wird es richtig affig. Denn wenn die sich boxen, dann hört man mittlerweile nur noch den Sound. Ich führe das mal vor. Das ist dann einfach so, da kommt so ein Arm rein und man sieht aber den Schlag nicht. Man sieht nur so den Unterarm, der am Bildschirm vorbeigeht. Und dann hört man aber einen Schlag, damit man weiß, ah, da war gerade einer. Das heißt, wenn ich das alles zusammentragen muss, dann ist die Geschichte übelster Murks. Ihr seht ja, ich habe jetzt viel mit den Armen herumgewackelt, weil ich wahrscheinlich auch überhaupt nicht anders erklären kann, was da alles passiert. Und es ist zu viel. Es ist einfach, es ist viel, es macht keinen Sinn, es ist super unlogisch. Die Action ist leider nicht das, was ich mir wünschen würde. Da gibt es immer wieder gute Action darunter. Und es gibt sogar eine Szene, wo so ein altes Straßenrennen von früher, ja, aus dem ersten Teil passiert. Und ich dachte, ja Mensch, das würde ich gerne wieder sehen. Zwei Leute, die auf einer Straße Autorennen gegeneinander fahren. Das war doch diese Reihe mal. Warum kann das Fast and the Furious nicht wieder sein? Ihr könnt da gerne reingehen, wenn ihr Fan seid, weil dann wisst ihr, was ihr bekommt. Wenn ihr das schon immer gemieden habt, macht einen großen Bogen darum herum, weil das ist für mich der schlechteste Teil der Reihe. Wie gesagt, den 8. habe ich nicht gesehen, aber der 9. schießt wirklich den Vogel ab. Von mir gibt es leider nur 2 Sterne, weil nur 2-3 Sachen, die fand ich dann doch ganz nett. Aber insgesamt ist es wirklich, nach 2,5 Stunden bin ich wie erschlagen da rausgekommen. Ich musste erstmal Luft holen und nicht aus dem guten Sinne. So, ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht auch Luft holen, weil jetzt, das war jetzt relativ viel in kurzer Zeit. Wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder. Und nächste Woche habe ich noch eine ganz besondere Fast and Furious Kritik mit meinem guten Kumpel Fabian Siegesmund für euch. Das kommt aber zum Kinostart, weil da sind hier und da so ein paar Spoiler drin. Freut euch darauf. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.